Vor einigen Wochen mussten sich Fitness-Oscar und Healthy Mandy von ihrem Sohn Rio verabschieden. Nachdem der Kleine monatelang um sein Leben kämpfte, starb er am 9. Dezember 2022. Bisher war nicht eindeutig klar, woran Rio gestorben ist. In einem TikTok-Video klärt Mandy nun über den Autopsiebericht auf. Bereits bekannt war, dass Rios Kleinhirn angeschwollen war und er dadurch sein Leben lang nicht hätte selbst atmen können. Doch was war der Auslöser, dass das passierte? Es wurde eine Autopsie durchgeführt und geschaut, ob irgendwelche bakteriellen oder irgendwelche anderen Infektionen im Bindegewebe waren. Es war alles unauffällig, erzählt Mandy in dem TikTok-Video. Weiter heißt es von ihr: Somit gehen die Ärzte aus, dass es immunologisch war. Das bedeutet, dass die Gefäßerweiterung im Gehirn von Rio durch seine Krankheit gekommen ist. Für Healthy Mandy und Fitness Oscar ist der Tod ihres Sohnes nach wie vor nicht zu verkraften. Trotz allem versuchen die beiden, so gut es geht, ihr Leben weiterzuleben.